Hallo! Hallo miteinander, was geht ab? Soll ich dir einen Witz erzählen, Cornelius? Der beinhaltet Kirby. Pass auf, treffen sich Link und Kirby. Sag Kirby zu Link, Mann, du siehst ja aus, als wäre eine Hungersnot ausgebrochen. Sag Link zu Kirby und du siehst aus, als wärst du schuld daran. Kennst du es, wenn es hinter deinem Ohr stinkt? Ja, klar, kenn ich, aber so im Sommer. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es schlimmere Geschenke gibt oder Gerüche gibt wie hinter meinem Ohr. Also ich sage mal, also deutlich schlimmer vom Geruchsding finde ich tatsächlich... Dein Hodensack. Ein Hodensack, ja. Ja, der ist auch nicht gut, aber... Safe schlimmer. Ich habe mal so ein Video gesehen, so ein Ich-hab-noch-nie-bla-Video, da haben die so eine Frage gehabt. Irgendwie so ein Geheimnis, das keiner von dir weiß. Und dann hat der Typ erzählt, dass er seine, wenn er seine Fußnägel schneidet, dass er daran riecht. Ah, okay. Dann dachte ich mir so, wenn das schon schlimm ist, kann ich meine Sachen nie erzählen. Du isst sie. Nein, ich esse die nicht, aber ich nehme manchmal nach dem Duschen oder so auch manchmal Fußnägel in den Mund. Mund? Ja, ich finde es irgendwie cool damit zwischen meinen Zähnen, so wie so Zahnstochermäßig. Kennst du es, wenn man halt nachts im Schlaf scheinbar furzt, ne, rumfurzt und du gehst dann nachts auf Toilette oder gehst halt einmal raus aus dem Zimmer und kommst dann wieder rein und die Luft ist einfach so dick, dass du das Gefühl hast, du kannst das Waben sehen, so, dass du Nein. da so... im Grunde die Luft in die Hand nehmen kannst. Das kenne ich nicht, ne. Siehst du mich? Genau. Ich habe so ein Draht hinter meinen Schneidezähnen und ich liebe es, dann die Fingernägel dahinter zu machen und dann so damit rumzuspielen, dass die halt an dem, bei einem Draht sind und so. Mir ist es dann regelmäßig passiert, dass ich mir die in den Gaumen reingestochen habe und die dann da richtig so reingegangen sind, dass ich die nicht mehr rausbekommen habe. Und dann habe ich mal einen anderen Fingernagel genommen und dann habe ich mit dem anderen Fingernagel den anderen Fingernagel bewegen können. Und das war so schlimm, dass ich teilweise tagelang so einen Fingernagel im Gaumen stecken hatte, den ich nicht mehr rausbekommen habe. Und das tat weh, aber es war gleichzeitig auch irgendwie geil. Deutsche Gründlichkeit. Dafür bin ich bekannt. Ne, immer saubere Wäsche am Start. Ey. Ich bin so neidisch, ne? Ich müsste auch mal Wäsche waschen. Alle aber meine Unterhosen sind wieder sauber, Cornel. Boah, Alter. Alle beide. Der Mann hat saubere Unterhosen und Sex an diesem Wochenende. Noch habe ich eine dreckige an. Ja, muss ja auch reichen, wenn dann ja, wenn man dann nicht alleine ist. Richtig. Jetzt muss ich ja jeden Tag wechseln. Ja. Die dreckige wird kurz vorher dann gewechselt und irgendwo versteckt. Zieh ich ja später wieder an, wenn keiner mehr da ist. Das ist klar. Unterwasserlevel in Videospielen schreien immer alle Leute, hasse ich. Ja, aber so hasst man ja auch. Aber warum eigentlich? Ja, weil die scheiße sind. Ja, aber was ist denn genau daran scheiße jetzt? Du bist ja super langsam und in der Geschwindigkeit gedrosselt. So wie du. Kirby kann nicht so schnell schwimmen. Der Enyril war bei mir auf der Weihnachtsfeier. Und der hat danach bei mir geschlafen. Hier in der Wohnung. Und dann hatte ich das Ding, dass ich nicht mehr viele Jogginghosen an hatte. Und deswegen eine nehmen musste, die rutschte. Dann habe ich mir was zu trinken geholt. Und dann nicht gedacht, dass die Jogginghose rutscht. So bin ich mit meinem Trinken losgegangen. Wieder zurück Richtung Annie. Und die Hose ist einfach straight. Wupp. Auf den Boden gefallen, komplett. Stand ich da entblößt. Das war aber nicht on-stream. Nein, natürlich war das nicht on-stream. Hattest du deine Unterhose an? Ja, ich hatte eine Unterhose an. Also hat er nicht deinen Schlongel gesehen. Ey, die hätte man doch sowieso nicht sehen können. Da hat man noch Zeit, Leute, als man täglich ein Cornel-Video gucken konnte. Der kam tagtäglich im Video. Und wenn man ganz viel Glück hatte, kam sogar ein einstündiges Infovideo, in dem Cornel geheult hat. Das Geile an Hentai ist es auch so ein bisschen, die sind halt meist so richtig pervers, Cornel. Also so richtig heiße pervers. Und ich habe ja so das Ding, dass ich es halt immer richtig geil finde, wenn Leute so richtig perverse Scheiße machen und das so richtig ausleben und das so richtig abfeiern. Irgendwie... Also feierst du Katja Krasavitsch schon? Nein. Macht die perverse Scheiße und feiert das ab? Ja, die feiert sich doch mega. Ach, aber die macht doch keine perverse Scheiße dabei so richtig in Pornos. Naja, für YouTube-Verhältnisse macht sie perverse Scheiße. Ja, ich bin aber auch nicht so einer, der, oh, das ist eine Streamerin, wow, da kann man ein bisschen Haut sehen, geil. Nein. Ich finde halt auch, es wird halt auch immer schwieriger, ne? Ich brauche immer härteren Stuff. Und normalen Blümchensex oder so. Da kann ich mir gar keine Hoffnung machen. Geht gar nicht. Ich bin ja nicht mal steif. Dass er nicht mehr so leicht hart wird, habe ich ja auch schon bemerkt. Dass meiner nicht mehr so leicht hart wird? Meiner. Hast du gemerkt, Cornel? Ich dachte, ich konnte kurz vor dir verbergen beim letzten Mal, aber war ja noch nicht. In 80% der Videos sitzt sie oben drauf, angezogen, ist am Maken und auf einmal kommt ein Schnitt und die ist dann komplett nackt auf einmal in einer anderen Stellung. Dann denke ich mir jedes Mal so, willst du mich verarschen?
Das Ausziehen finde ich halt auch wichtig, dass man das sieht. Ja. Vor allen Dingen, man skippt ja auch durch das Video zu Beginn, ne, um überhaupt zu gucken, was so abgeht. Und wenn du dann feststellst, du skippst weiter, dann ist sie nackt, dann suchst du erstmal die Stelle, wo ausgezogen wird. Genau, ja, richtig. Und die findet man dann nicht, weil die nicht existiert. Alter, Korn, geh weg. Ich kann nicht abspringen. Geht nicht. Oh, ich auch nicht. Oh, ja, das packt dich doch jetzt. Zu Füßen habe ich eine Frage, Wollo. Ja, immer her. Würdest du auch an meinen Füßen knabbern? Nein, auf keinen Fall. Dann habe ich meine Frage. Wie findest du Lippenstift? Grundsätzlich hübsch. Ja. Ja. Das war's. Okay. Soll ich noch? Bei Rauchern ist halt das große Problem der Suchtfaktor. Das ist ja wie bei dir mit dem Essen. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, aber. Wie langweilig ist es eigentlich jetzt mit Mario spielen? Was ist da für langweilig? Fällt mir jetzt erst auf. Sollen wir im Patreon auf 10.000 Euro kommen? Dann spiele ich Goof Troop mit vorne. Ey, es gab ja früher immer bei ProSieben so eine Sendung Hilfe, wir töten unsere Kinder. Und da musste die Familie auch das Essen von einer Woche komplett auf den Tisch ausbreiten. Das waren immer solche Unmengen, ey, wenn ich dort Essen von einer Woche auf den Tisch ausbreiten müsste, ey. So einen großen Tisch gibt's gar nicht auf der Welt. Ich muss noch die Wohnung aufräumen. Kennt ihr das, wenn ihr die Wohnung aufräumen müsst? Korn, kennst du das, wenn du die Wohnung aufräumen müsst? Hab ich schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht. Aber ich wollte einfach mal fragen, was ist denn Angela Merkel für dich so als Frau? Alter. Auf der Skala von 1 bis 10. Alter, bist du dumm? Würdest du Angela Merkel küssen? Nee. Du würdest die nicht küssen? Nee. Du würdest 100 Euro kriegen. 100 Euro, wenn ich Merkel küsse? Also mit Zunge oder was? Ja, klar. Mit Zunge? Dann sind die 100 Euro nicht genug. Was? Du willst es ablehnen? Ich würde sogar dich für 100 Euro küssen, glaube ich. Ich habe eine Beschreibung auf Tinder. Ich glaube, damit kriege ich kein Match mehr. Hast du es mir nicht sogar mal erzählt, was deine Beschreibung war? Was war das nochmal? Hast du es auch hier erzählt? Warte. Ich habe ein Match. Die ist viel zu hübsch. Meinst du, es ist fake? Ja. Ich weiß auch immer nicht. Ich hasse Tinder, weil ich weiß nie, was ich dann schreiben soll. Ja, hi. Hey, du hast mich gematcht. Ja, und dann schreibt die, dir? Oh, es war ein Versehen. Meinst du, schreibt die? Nice. Meinst du, das ist so eine gemeine? Soll ich mal... Direkt zurückschreiben, Korn. Live hier im Part. Vielleicht kriegen wir in dieser Aufnahme noch... Vielleicht kriegen wir eine Antwort in dieser Aufnahme. Wäre mega super. Hey, du hast mich gematcht. Lag das an meiner Beschreibung? Was war denn die Beschreibung jetzt? In meiner Beschreibung steht, ich suche eine Frau, die sich auch im Stehen den Po abwischt und das Klopapier knüllt. Meld dich, könnte geil werden. Übrigens wurde mir letztens gezeigt, wie sich im Stehen der Arsch abgeputzt wird. Was? Chubby dabei zugeguckt, wie sie ihren Arsch abgeputzt hat? Ja, die wollte das unbedingt. Aber das war ohne, dass sie gerade geschissen hat. Ach so. Also hat sie sich nackt ins Schlafzimmer gestellt und gesagt, nee, ins Badezimmer. So, hä, ihr hieß es, komm mal eben mit. Dann hat sie sich... Hat die Klopapier genommen? Ja, die Klopapier und genommen, hat sie die Hose runtergezogen und mal kurz rübergewischt. Alter, Shami und ich, wir haben eine Connection. Also, wenn wir uns irgendwann mal treffen, dann gehen wir uns zusammen den Po abputzen. Ne? Dann gehe ich zuerst kacken, dann warte ich auf sie, bis sie fertig ist und dann wischen wir gleichzeitig ab. Sie müsste nur vorher einmal mit der Dusche kurz anstrahlen, damit sie da feucht wird, wenn ich es abkriege. Ich habe hat dein Tinder-Match schon zurückgeschrieben. Ich guck mal, ey. Wie lange dauert sowas in der Regel? Kriegst du eine Meldung? Sie hat wirklich geantwortet. Laber nicht. Das ist doch jetzt fake, das glaube ich dir nicht. Sie hat geschrieben, wollte nur fragen, wie man auf die Idee kommt, so eine Beschreibung reinzusetzen. Ich habe jetzt geschrieben, ich finde diese Frage, wie man den Po abputzt, sehr wichtig für eine Beziehung. Ich streame hin und wieder mal und wir haben mit den Zuschauern über dieses Thema gesprochen und da kam raus, dass manche stehen und manche sitzen. Und gerade wenn man gerne Ass-Eating macht, in Klammern so wie ich. Eine interessante Frage. Smiley. Nein! Sie schreibt, okay, das war too much, viel Erfolg. Wieso? Das ist Wahrheit. Korneln, jetzt nicht hinterherrennen, das wirkt verzweifelt. Jetzt ist nämlich der Moment, an dem du zeigst, dass du ein Mann bist und es dir einfach egal ist, du antwortest darauf nicht mehr. Das wird sie verunsichern, warum du nicht mehr darauf antwortest. Das verunsichert sie nicht, sie hat mich schon entfernt. Verrückte Welt. Ach Mann, wieso löscht man denn dann direkt ein? Warum redet man nicht erstmal? Warum lässt man sich nicht einfach mal den Ass eaten und dann ist heilig, Mann? Das verstehe ich nicht. Ich hatte einmal eine 18-Jährige, die auch zu mir kommen wollte und ich habe es nicht getan. Warum hast du das nicht gemacht? Die war noch Jungfrau und ich dachte, das wäre nicht das Richtige, wenn ich die jetzt in die Jungfrau. Doch, das wäre genau das Richtige. Weißt du warum? Dann ist es nicht so heftig für sie. Krieg ich mal klein, Mann. Sie ist danach auch nicht... Du siehst so weh. Nicht traurig, dass er dich nicht mehr wieder sieht. Von daher wäre optimal gewesen. Also ich verstehe nicht, warum du das nicht gemacht hast. Ja, aber dann hätte die mich als erstes meine Erinnerung. Ja, warum nicht? Die arme Frau. Wie ist denn das Leben jetzt eigentlich so nach 8 oder 8, wie lange warst du Single? 12 Jahre?
Ich war ungefähr 8 Jahre Single. Wie ist das Leben so als vergebener Mann wieder? Hast du jetzt auch das Gefühl, dass auf einmal jede Frau dich will? Ja, Cornel, das ist ja jetzt hier so der Moment, wo man langsam das Let's Play Revue passieren lässt, ne? Und das Spiel erstmal bewertet. Wie hat dir das Spiel gefallen? Ich gebe dem Spiel 93%. 93% hasselt der Cornel raus. Boah, ich werde versuchen, auch 93% zu geben, aber ich werde nicht so übertreiben. Ich gebe 92% aufgrund der Grafik. Die ist nicht mehr so top-notch. Sonst natürlich mein Lieblings-Mario-Spiel, ne? Obviously. Dein Lieblings-Mario-Spiel? Ja. Puh, das will ich nicht sagen. Was soll es denn dann sein? Ja, das ist ja bei mir, denke ich, relativ eindeutig. Paper Mario. Ja, ist bei dir auch abgestürzt? Nein, es läuft. Aber wir können jetzt auch aufhören. Ist okay. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Emulator, Freunde, im nächsten... wir machen mal demnächst was anderes, ne? Läuft was anderes. Ja, genau. Viel Spaß. Bis morgen. Bis dann, ciao. Tschüss.